Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem wir uns einmal mit den Kryptos befassen möchten. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr getan und das hatte auch seinen guten Grund, denn der Markt DORT war zuletzt eher ein bisschen langweilig. Das habe ich auch in meinem TAX-Service gemerkt, wo der ein oder andere den Service jetzt verlassen hat, aber. Das kann ich vorwegnehmen, das ist auch immer ein sehr guter Indikator, denn wenn die Leute nach und nach das Interesse an den Kryptos verlieren, dann steht meistens der nächste Bullrun relativ nahe vor der Tür. Und wenn man sich das Ganze so anschaut, ich hatte immer gesagt, auch gerade im Tag habe ich das immer wieder betont, dass in der Vergangenheit der Bitcoin-Halving-Zyklus wie folgt lief. Es gab das Bitcoin-Halving-Event und etwa sechs bis acht, vielleicht auch mal neun Monate danach, kam es dann eben zum großen Krypto-Bullrun. Und wenn man sich jetzt anschaut, das letzte Bitcoin-Halving hatten wir am 20. April nach deutscher Zeit, war irgendwie nachts gegen 1.30 Uhr. Nach amerikanischer Zeit war es noch der 19. April. Deswegen so auf die Sekunde genau kann man es natürlich nicht sagen. Aber etwa sechs Monate danach, da wären wir beim 20. Oktober diesen Jahres, also jetzt nächste Woche, oder neun Monate danach, das wäre dann der 20. Januar. Des kommenden Jahres 2025. Und in diesem Zeitraum tauchen wir jetzt bald ein. Das heißt, aus zeitlicher Perspektive dürfte es demnächst mit einem Bullrun losgehen. Und normalerweise laufen die Bullruns immer so, dass zunächst die Großen den Bullrun anführen, ganz besonders natürlich der Bitcoin. Ich habe für den, auch das hatte ich in der Vergangenheit mehrfach betont, ein Kursziel im Bereich von 120.000 bis 125.000 US-Dollar. Auch da gab es dann Kommentare, ja, das sei ja viel zu wenig und dann lohne sich das ja gar nicht mehr. In Bitcoin zu investieren. Hierzu muss man wissen: In meinem TAG-Service haben wir den Bitcoin ja gekauft, wenige Tage oder nachgekauft, muss man sagen, wenige Tage nachdem damals FTX seine Insolvenz angemeldet hat. Und das waren damals Kurse im Bereich von so 16.000 Dollar. Man konnte ihn sogar noch einen Tick günstiger kriegen, um die 15.000, 15.500. Und wenn man natürlich da eingestiegen ist, so wie wir es im TAG eben gemacht haben, dann erreicht man nicht nur nach einem Jahr, so die aktuelle Regel ja noch, die soll ja demnächst auf zwei Jahre ausgeweitet werden, ähm, äh, dann die Steuerfreiheit, sondern man hat dann eben auch äh, massive Kursgewinne von 16.000. Rechnen wir mal mit 16.500 auf 120.000 nur. Ja, dann hat man etwa sein Geld verachtfacht und das innerhalb relativ kurzer Zeit und steuerfrei. Also insofern mit Bitcoin lässt sich immer noch einiges machen, lässt sich immer noch viel Geld machen, aber man muss es dann eben auch richtig machen und deswegen kann ich an dieser Stelle dann auch nur den Tax Service empfehlen, damit man eben rechtzeitig einsteigt. Dann nach dem Bitcoin folgt normalerweise die Nummer 2, der ISA von Ethereum oder IS zuletzt auch genannt ETH. Ähm, hier muss man wissen, ja, Bitcoin war ich ja persönlich sehr früh dabei, habe zu unter 25 Dollar kaufen können den Is oder Isa habe ich leider etwas verpasst, weil ich damals auch eher noch so Bitcoin maximalist war, was damals aber auch nicht so schwer war, weil es außer dem Bitcoin quasi nur den Litecoin gab und den Litecoin der hat mir damals schon nicht so wirklich gefallen, auch wenn ich mir dann ein paar gekauft hatte. Und bei Ethereum war ich zunächst skeptisch, ob das was wird, ob diese Smart Contracts Tatsächlich sich durchsetzen können oder ob das nicht doch ein Scam ist. Und tatsächlich war diese Skepsis bei allem, was man jetzt im Nachhinein äh, so rückblickend sagen kann, auch berechtigt, denn es gab ja damals diesen Hype um The Dao und dann eben diesen Hack. Und deswegen musste es ja dann einen Hard Fork geben, aus dem dann das heutige Ethereum ETH eben heraus entwickelt wurde. Das ursprüngliche Ethereum gibt es immer noch, heißt Ethereum Classic, firmiert unter dem Kürzel ETC. Ja, und das kann sich ja jeder mal anschauen. Wenn man da vor Jahren eingestiegen ist, dann hat man hier wahrscheinlich nicht allzu viel Geld mitgemacht beziehungsweise eventuell sogar welches verloren. Also insofern die Skepsis einerseits war sie damals berechtigt, andererseits hätte man durchaus ja niedriger oder früher in Ethereum in den E's einsteigen können. Und damit bin ich dann heute auch schon beim Hauptthema dieses Videos, denn inzwischen muss man sagen, gibt es auch äh, Wettbewerb in diesem Bereich in diesem Bereich der Smart Contract Plattformen die hier Ethereum damals, wenn man so will, geschaffen hat. Und äh, der Hauptwettbewerber von Ethereum ist auch dementsprechend eine Plattform, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat und die wir seinerzeit äh, den zugehörigen Coin im äh, Mai 2021, kurz nach meiner damaligen Covid-Erkrankung, in unserem Musterdepot erstmals gekauft haben, nämlich den SOL-Coin, den Solana. Und äh, Solana, wie gesagt, ist hier aktuell der Hauptwettbewerber. Man sieht es auch im Ranking von Coin Market Cap, dass Solana da mittlerweile in den Top 10, sogar in Richtung Top 5 unterwegs ist, ich glaube liegen Platz 5 oder 6 derzeit. Und zuletzt hat man hier sehr, sehr positive Äußerungen bekommen. Auf der einen Seite muss man sagen, negativ, die RCC stuft auch den Solana oder das Solana-Projekt als illegales Security, als illegales Wertpapier ein. Deswegen lastet da immer noch so ein kleiner Fluch drauf. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Solana hat sich mittlerweile neben Ethereum ganz klar etablieren können. Und es gibt, und das ist jetzt das ganz komische an der Sache, immer wieder Gerüchte in den USA, dass die SEC trotzdem, obwohl sie ja auf der einen Seite so Probleme mit Solana hat, einen entsprechenden Solana Spot ETF zulassen könnte, wie das ja eben schon bei Bitcoin und beim Ether geschehen ist. Und man hat ja gesehen, was seinerzeit passiert ist. Der Bitcoin hat davon massiv profitiert. Auch der Ether ist zunächst einmal auf über 4000 Dollar gestiegen. Erst danach gab es dann den Geier Sturzflug, wo er sich fast halbiert hat und aktuell ist er wieder auf dem Weg nach oben. Dennoch muss man sagen, ich war in der Vergangenheit immer sehr, sehr bullig für Ethereum und äh, bin das auch nach wie vor. Aber man muss sagen, es gibt hier mittlerweile ernsthafte Konkurrenz und einer der ernsthaftesten oder vielleicht sogar der ernsthafteste Konkurrent ist eben Solana. Und neben Solana gibt es dann auch noch weitere. Auch da haben wir noch ein Musterdepot mit Avalanche, mit äh, dem AVAX Avex. Und äh, ja, da muss man sagen, Avalanche in der Vergangenheit teilweise auch sehr, sehr gut gelaufen, war in der Spitze schon mal bei, glaube ich, über 150 Dollar, ist zwischenzeitlich dann aber auf unter 10 auch abgestürzt. Auch hier gab es, wenn ich mich richtig erinnere, die Einstufung, das sei ein illegales Wertpapier, dieser AVAX token Und und äh, ja, deswegen damals dieser Sturzflug. Zwischenzeitlich hat er sich dann schon einmal sehr, sehr gut berappelt, ist äh, mit äh, deutlichem Plus in unserem Musterdepot. Wir haben da teilweise auch schon mal Teilgewinne mitgenommen. Aber generell muss man sagen, nachdem er dann zuletzt wieder deutlich zurückgekommen ist, ist er jetzt auf dem Weg nach oben. Und äh, neben dem ISA, dem IS und eben Solana sollte man sich definitiv auch mal Avalanche. Näher anschauen. Ja, und der vierte im Bunde, wenn man so will, das ist ein ja, relativ neues Projekt, der SUI SUI, noch nicht allzu lange an den Börsen gehandelt und zuletzt regelrecht gehypt, denn es gab hier teilweise Meldungen, dass man dabei sei, ja, Solana nicht nur anzugreifen, sondern man habe es sogar von Seiten der Entwickler schon fast eingeholt oder sei dabei, es zu überholen. Und das wäre dann natürlich ein ganz klares Qualitätsmerkmal. Das muss man so ganz klar sagen. Dann wäre Sui vielleicht der Nachfolger von Solana, so wie Solana so ein bisschen der Nachfolger. ISA war und äh, insofern sind das alles sehr, sehr interessante Projekte, Smart Contract Plattformen, mit denen man sehr, sehr viel machen kann. Im Prinzip äh, das ganze Universum der Altcoins wurde erst mit Hilfe der Smart Contracts von Ethereum überhaupt erschaffen und dementsprechend diese vier Projekte, die sollte man sich definitiv anschauen. Drei davon haben wir bereits, wie gesagt, in unserem Tag-Muster-Depot. Der SUI ist sicherlich dann demnächst auch ein Kandidat dafür und äh, das an dieser Stelle erst einmal zu dem Thema. Doch, darüber hinaus gibt es natürlich auch weitere ganz interessante Coins und Tokens. Und auch hier muss man sagen, es gibt äh, Projekte, die es schon länger gibt, die ganz interessant sind. Es gibt aber auch welche, die recht neu sind. Und ein recht neues ist sicherlich auch Celestia. Mit dem Kürzel TIA wird er gehandelt. Hierbei geht es um ein Blockchain-Netzwerk, was eine ständige Datenverfügbarkeit garantieren möchte. Und äh, das ist natürlich gerade im Bereich Big Data und dann auch im Thema künstliche Intelligenz sehr interessant. Celestia nach dem... Ja, Listing. Nach der Handelsaufnahme zunächst auch im Höhenflug war bis etwa 20 Dollar in der Spitze gestiegen oder teilweise sogar darüber hinaus. Dann kam es auch hier zu dem ja, Krypto-Crash, den wir jetzt seit März so ein bisschen gesehen haben, gerade bei den Altcoins. Im Tief ging es dann ja in Richtung 5 Dollar und teilweise darunter. Mittlerweile hat er sich wieder so ein bisschen berappelt, notiert wieder über 6 Dollar und es besteht hier durchaus die Chance, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder in Richtung der 20 Dollar Mark und vielleicht sogar darüber hinaus klettern können. Insofern Celeste ja sicherlich auch ein ganz interessantes Projekt was ja so ein bisschen sich anschließt an die Smart Contract Plattformen die ich gerade eben besprochen habe der nächste Kandidat dann der Aptos und auch hier eine ganz interessante Geschichte denn das Team hinter Aptos das äh, stammt ursprünglich von Facebook und war doch zunächst für Libra was ja dann später in Diem äh, umbenannt wurde verantwortlich Mark Zuckerberg wollte ja damals selbst äh, mit Facebook groß in die Kryptowelt einsteigen dann gab es aber Gegenwind und er hat es erst einmal gelassen hat sich dann erst auf das Metaverse fokussiert, äh, die Umbenennung von Facebook in Meta-Plattforms an der Börse. Und äh, zwischenzeitlich ging es ja dann auch mit der Aktie rapide bergab, weil man eben dort auch sehr, sehr viel Geld ja, investiert hat und damit am Ende verloren hat, weil das Metaverse sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat. An den Kryptomärkten war es ähnlich. Aufgrund damals der Umbenennung und aufgrund des sehr positiven Ausblicks in Sachen Metaverse sind viele Metaverse-Projekte und dementsprechend die Coins und Tokens, die dazugehört haben, durch die Decke gegangen. Ich habe im Takt davor gewarnt, hier großflächig einzusteigen, kurzfristig. Mag das ein Fehler gewesen sein, weil manche sich wirklich vor zehn oder wacht haben. Das Problem ist halt nur, mittlerweile sind gut ein Drittel aller dieser Metaverse-Projekte quasi tot und die entsprechenden Coins und Tokens, die haben dann 99% und mehr an Wert verloren. Und wenn sich etwas erst verzwanzigfacht, aber dann um 99% fällt, dann war es hinterher kein guter Deal. Natürlich kann man sagen, wer rechtzeitig raus war, der hat trotzdem seinen Schnitt gemacht. Das ist definitiv auch so. Ich habe ja auch nicht komplett davon abgeraten, da reinzugehen, aber zumindest davon abgeraten, da auf Sicht von Jahren zu investieren. Und das, wie gesagt, war definitiv richtig. Und jetzt, wo das Ganze ja wieder zusammengebrochen ist, wo dieser Hype vorbei ist, genau wie es beim NFT-Hype damals war, jetzt kann man sich. Die interessanten Projekte anschauen. Und äh, das gilt natürlich an der Börse, an den normalen Märkten immer, aber natürlich auch an den Kryptomärkten. Und ein ähnliches Beispiel ist dann sicherlich Ondo, Thema Real World Assets, mit dem man also quasi äh, dann äh, reale Werte verbriefen konnte und so weiter. Kann man natürlich auch mit Ethereum machen. Machen ja teilweise Unternehmen, Immobilienunternehmen aus der Schweiz haben das damals sogar begonnen, indem sie Immobilien tokenisiert haben. Aber Ondo natürlich eine interessante Plattform in diesem Bereich, wurde auch von vielen in YouTube und so weiter, von vielen in. Influencern, Finfluencern, wie auch immer man sie nennen mag, gehypt, ist dann zwischenzeitlich zusammengebrochen und mittlerweile auf einem Niveau angekommen, was ganz interessant erscheint. Ja, und der letzte, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist einer, den wir auch im Krypto-Derivate-Musterdepot vor ein paar Wochen aufgenommen haben und der sich bisher blendend entwickelt hat. Hier geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Decentralized Finance. Insbesondere werden hier nicht-treuhänderische Liquiditätsmärkte zur Verfügung gestellt und der ein oder andere wird es jetzt schon wissen. Es geht um das AW-Projekt AAVE, das ist auch die Kürzel des zugehörigen Coins. Und wie gesagt, aus dem Decentralized Finance Bereich, das heißt, hier geht es um das Thema äh, dezentralisierte. Finanzangebote und insbesondere hier das Thema Krypto Lending und so weiter Staking, wie man halt ja Kryptos einsetzen kann, um noch Geld damit zu verdienen und das ist auch ein sehr interessantes Thema, auf das ich ja in der Vergangenheit auch schon eingegangen bin und hier muss man jetzt mal abwarten, denn in Deutschland soll es jetzt demnächst neue Steuergesetze geben, die dann auch dazu führen könnten, dass die Haltefrist, wie lange man Kryptos also hodeln muss, bis die Steuerfreiheit die, die Gewinne Steuerfreiheit haben, von ein auf zwei Jahre verdoppelt werden und da muss man auch mal sehen, wie das Thema Lending, Staking und so weiter, also der ganze Bereich Decentralized Finance besteuert wird. Was man da bisher so hört, ja, ist alles noch so ein bisschen unausgegoren und da darf man gespannt sein, was sich der Gesetzgeber hier einfallen lässt und man kann nur hoffen, ja, dass es äh, gute Gesetze am Ende werden, dass man auch auf äh, Zinsen, beispielsweise in Anführungszeichen, die man mit Kryptos einfährt, Steuern bezahlen muss, genau wie das ja bei Dividenden, bei Kursgewinnen und so weiter der Fall ist. Das ist ja grundsätzlich durchaus einsehbar. Nur muss man dann eben schauen, dass man das auch so ausgestaltet, dass dieses Thema Landing, Staking und so weiter auch noch einen Sinn ergibt. Denn sonst könnte man es auch gleich verbieten. Ja, damit bin ich für heute durch, habe einige interessante Projekte besprochen, insbesondere der Bereich Smart Contracts angeführt von Ethereum, aber dann auch Solana, SUI und Avalanche und auch weitere Projekte wie Celestia, wie Aptos. Wie aber auch AW. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann teilt es gerne, liked es gerne, kommentiert es auch, sagt auch gerne, was ihr so für Favoriten habt, was ihr von Altcoins vielleicht generell haltet. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Bitcoin-Maximalisten oder vielleicht auch den einen oder anderen Isa maximalisten Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer, Tschüss und Bye-Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.